Weltcup-Sieg der Saison 2015-2016 fix machen kann. Sarah Takanashi. Die marschiert schon aus jetzt. Boah. Boah. Na, fast auf die Hillseis. Eindrucksvoll. Ja. Das war's. Was war sie? 98,5? 99? Der Weltcup ist entschieden. Boah, ja. Sarah Takanashi holt ihn sich zurück, nachdem Daniele Raschko-Stolz voriges Jahr den Weltcup-Sieg für sich entschieden hat. Jetzt fast 100 Meter, 99,5. Tageshöchstweite für Sarah Takanashi. Die macht es nicht irgendwie, die macht es spektakulär. Aber schon voll riskiert, fast zu früh beim Absprung gewinnt, trotzdem durchgezogen. Also gewaltig, Hut ab. Gewaltig. Also heuer kann man ihr neidlos gratulieren. Heuer war sie unschlagbar. Nur dreimal in der gesamten Weltcup-Saison hat sie bis jetzt nicht gewonnen. Einmal war sie nicht am Stockerl, als Vierte zuletzt in Lubno, sonst war es halt Zweite, wenn sie nicht gewonnen hat. Von 15 Springen. Von 15 Springen jetzt wieder überlegener Sieg mit 12,2.